Borisov spielt hier in Minsk, weil der Hauptstadt wechseln. Und für Artem Ratkov in all den Spielen bisher keine Veränderung gegeben. Dann kommt Javi Martinez von Beginn an, kitzelt dann noch ein paar Prozent heraus. Und jetzt geht es also los in Rot nach lang dauern. Ohne Mario Gomez mit seinen 31 Jahren, da wollte lieber Luis Gustavo dagegen stellen. Erst Ribery von links nach rechts hinüber gewechselt. Und das war sein erster zaghafter Versuch. Besser. Ui, ui, ui. Jetzt ist es aber passiert. Jetzt muss das Tor fallen. Nein. So ist Fußball, meine Damen und Herren. 30 Meter bis zum Tor. Fehler. Die Chance für Ribéry. Aber da muss man ihn besser. War ein böses Foul. Aber die Chance für die Bayern. Abseits. Ist der so frei? Jesus Maria! Das darf doch nicht wahr sein! Pavlov mit dem 1:0 für den Außenseiter. Ah, da kommen die Brüder. Gut, von Franck Ribéry. Auch noch gut, Müller kommt. Lahm. Gut gespielt. 60% Ballbesitz und guten Chancen. Ribéry. Wunderbar gespielt. Gesehen von den ersten, sagen wir, 10 Minuten. Spielen hier nur dich bemüht. Aber so dieser letzte Tick, dieser letzte. Auf geht's. In der Champions League. Volodko. Und jetzt. Ja, ehrlich, das wird gefährlich. Völlig frei! Völlig frei! All. Guter Ball. Oi, die sind ja frei, die sind ja viel zu frei. Die Bayern wirken müde. Radjanov mit der zweiten Chance in Hälfte 2. Der zum Zug am 12. Oktober gegen die Spanier hier. Immer noch die Chance. Furchtbar. Die Bayern. Zweimal reichen den Torhüter. Müller. Müller. Müller von links. Oh, furchtbar. Furchtbar. Schrecklich. Die Bayern verlieren vermutlich das Spiel nach diesem Tor von Vitali Radjanov. Unbeschreibliche Szenen jetzt. Und scheitern. Nochmal Franck Ribéry vermutet. Eckball. Da kann man zwei Tore schießen. Eins zumindest. Eins zumindest, Ribéry. Da haben sie sich 90 Minuten geplagt. 20 Sekunden. Nochmal Lahm. Mosolewski. Und Tor. Aus. Ende. Schluss. Mosolewski und Bresan, der heute 34 Jahre alt wird, wenn ich sage heute. In die Arena, Philipp Lahm bekommt ja eine Auszeit und Don La Rotation. Aber es sind immer noch zur Beruhigung Nationalspielern Weißrusslands eine Kontermannschaft paar. Aus Russland angetreten sind. Alexander Chleb,
Reservisten, die dabei sind. Rafinha, Van Beuten, Contento. 67 und im 34. Berufsjahr. Die Finale immerhin mal Barcelona oder Man United aus dem Weg gehen. Abschluss an diese Partie. Mario Gomez. Schweinsteiger. Thomas Müller. Auf. Und Sevoy. Und wird gut verteidigt. Shaqiri. Timoschuk. Van Beuten. Ein Königreich für eine gute Hereingabe. Shaqiri. Da ist sie! Mario Gomez. 20. Minute, die 1:0-Führung für den FC Bayern und sein 25. Tor in der Champions League. Allein gegen 6. Den Freistoß wollte er mal, aber den Kroos, Rafinha, Müller. Toni Kroos. Macht er direkt. Müller, Gomez, Shaqiri, links Contento. Und da gibt es Freistoß und die erste gelbe Karte für Poljak. Kroos. Gegen die Taktikmeister. Toni Kroos. Endlich mal. Ball ist noch im Spiel. Müller. In dieser Saison. Auf Umwegen. Rafinha. Und Müller verwirrt. Die entscheidende ist, es steht 1:0. Foul von Müller gegen Wolodko. Sicht. Poljakow. Hat sein Herz stetteste, die Torvorlage. Ja, links läuft es ganz gut. Ins Gericht mit dieser Elf des FC Bayern. Van Beuten sicher, aber dann Boden liegen bleibt. Den Freistoß gibt es aber jetzt für Borisov. Und Müller beschwert sich da auf der Gegenseite heftigst beim Assistenten. Diesmal rot und das von einem Schotten. Thomas Müller, die Vorlage. 54. Minute. Und das ist jetzt die richtige Antwort. In Unterzahl auf 2:0 erhöhen. Jetzt wieder in der Innenverteidigung. Über die Zeit bringen können. Toni Kroos, kein Abseits. Shaqiri, Schweinsteiger. Der Ball von Schweinsteiger, Gomez. Shaqiri! 66. Minute und der Mann mit den 1,69 Meter, der köpft, das wollen wir mal festhalten, das 3:0, zweite Tor in Unterzahl, diesmal revanchiert sich Gott. Alaba gegen Gleb und jetzt gibt er Elfmeter oder gibt er eine Schwalbe, hat er eine Schwalbe gesehen, die er mit Gelb bestraft, ja. Gomez, Alaba. Schöner Schuss. Alaba. Alaba. Immerhin Ecke. Also der will mit aller Gewalt. Franzose.
Ribéry. Alaba. Da ist es! Im dritten oder vierten Anlauf in diesem Spiel. 83. Minute. Vorlage Franck Ribéry. David Alaba. Im 16. Spiel sein erstes Tor in der Champions League. Ball. Vorsicht! Das gibt's doch nicht. 1:4, Filipenko. Und wieder ist er stocksauer. Jetzt hat der FC Bayern in 6 Champions League Spielen das mit dem Kopf erledigt hat. 2-0 Müller, 3-0.